Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Lieblingsgerichte der Kinder unserer Redaktionsleitung. Wir machen heute Lenas Lieblingswürstchen-Gulasch. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Für unser Würstchen-Gulasch brauchen wir natürlich eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Das ist unser erster Arbeitsschritt. Die kommen in den Kessel und werden wie üblich 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Wir schieben das Ganze mit dem Spatel nach unten und geben noch Paprika hinzu. Und zwar habe ich euch eine rote und eine grüne Paprikaschote bereits in Würfel geschnitten. Dann fügen wir 20 Gramm Öl hinzu und dünsten jetzt das Ganze 4 Minuten bei 120 Grad Stufe 1. Und damit wir die Paprika nicht zerstören und kleiner schreddern, machen wir das natürlich im Linkslauf. Unsere Paprika und die Zwiebeln und der Knoblauch sind schon etwas angedünstet. Wir geben jetzt 650 Milliliter Wasser hinzu, einen guten Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Falls ihr den nicht habt, könnt ihr natürlich auch einen Gemüsebrühwürfel nehmen. Eine kleine Dose Mais geben wir ebenfalls hinzu. Natürlich müsst ihr den Mais vorher aus der Dose machen, ist klar. Nicht, dass jemand eine Dose Mais da reinschmeißt, das wäre ja Schwachsinn. Dann habe ich Paprika edelsüß, davon einen ganzen Teelöffel. Currypulver geben wir ebenfalls einen Teelöffel hinzu. Gehackte Petersilie, die könnt ihr natürlich auch im Thermomix hacken, bevor ihr mit dem Kochen beginnt. Ich mache das aber immer mit dem Messer, weil es geht irgendwie genauso gut. Einfach rein damit und hebt noch so ein bisschen auf, um das Würstchen-Gulasch nachher zu garnieren. Ein halber Teelöffel Zucker muss natürlich auch noch ran. Und damit das Ganze auch schön fruchtig schmeckt und ordentliche Farbe hat, Tomatenmark 100 Gramm. Etwa einen Teelöffel Salz, ein halber Teelöffel Pfeffer, einen Esslöffel Crème fraîche und das Ganze kochen wir jetzt 6 Minuten 100 Grad auf Stufe 1 und zwar auch wieder im Linkslauf. Wir sehen uns gleich. Unser nächster Arbeitsschritt, natürlich die wichtigste Zutat vom Würstchen-Gulasch, Würstchen. Da habe ich 250 Gramm Wienerle in Scheiben geschnitten und hier sind noch 300 Gramm Hörnchennudeln. Ihr könnt natürlich auch andere kleinere Nudeln nehmen, aber die Lena mag die Hörnchennudeln am liebsten. Der Topf ist jetzt schon sehr voll, das ist also ein Gericht für den TM5 oder den TM6. Aber naja, wahrscheinlich wird es im TM31 auch funktionieren. Müsst ihr mal probieren, dann nehmt ihr vielleicht ein bisschen weniger Wasser und ein paar weniger Nudeln, irgendwie nur so 200 Gramm Nudeln. Aber so passt das auf jeden Fall. Wobei ich glaube, ich mache die Nudeln schon mal so ein bisschen, mache das schon mal ein bisschen mit dem Spatel nach unten, damit das nachher schneller kocht. Noch einmal 9 Minuten auf 100 Grad, dieses Mal in der Sanftrührstufe. Und selbstverständlich auch Linkslauf und dann können wir auch schon essen. Die Suppenkelle ist bereit, ich bin sehr gespannt und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Ich esse sowas nämlich auch gerne und wow, das sieht echt gut aus. Da mache ich mir jetzt auch gleich was drauf, ein kleines Probierportionchen. Wie gesagt, wir haben ja noch so ein bisschen von den Petersilien aufgehoben. Damit garnieren wir dann. Der Topf ist echt voll. Also ich glaube, wenn ihr das im TM31 macht, da solltet ihr wirklich dann ja vielleicht auf 200 Gramm Nudeln gehen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich habe schon lange nicht mehr im TM31 gekocht. Aber ist egal, ich probiere jetzt trotzdem. Lenas Lieblingswürstchen-Gulasch.
Mit Hörnchennudeln und Würstchen. Leute, ich weiß, warum sie das so gerne isst. Ich finde es richtig, richtig gut. Für mich könnte es natürlich ein bisschen schärfer sein, aber das ist ja kein Problem. Kann man ja nachwürzen, ein bisschen Tabasco dran. Vielleicht, wenn man es von vornherein auch ein bisschen Chili macht oder so. Aber so ist es ein perfektes Kindergericht. Und ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Nicht nur für eure Kinder, mir schmeckt es auch. Gut, ich bin ja auch ein großes Kind. Zumindest, wenn es um sowas geht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Vielleicht habt ihr auch Lieblingsgerichte. Vielleicht auch Lieblingsgerichte von euren Kindern, die wir hier mal nachkochen sollen in der Wunderkesselküche. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und sage bis dahin Tschüss und guten Appetit.